Ich kann mit Schiffen nichts anfangen. Bin wahrscheinlich so eine polnische Landratte. Aber was soll ich machen? Die Mädchen lieben Travemünde. Ja. Toll. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Lena hat bei einer Freundin übernachtet. Und meine Ex hat sie einfach nicht zu mir gelassen. Das Übliche. Oh Mann. Das wird schon wieder. Hast du deine Probleme jetzt im Griff, oder? Ja, ja. Mann. Mann, der ist schon seit 10 Minuten hinter uns. Hm? Wer? Hier, der Kombi. Der hätte uns längst überholen können. Scheiße, Pavel, das war knapp. Scheiße, Mann! Bist du blöd oder was? Was will der Typ? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es nur irgendeine Hausfrau, die sich nicht traut, schneller zu fahren. Hey, Tom, da stimmt was nicht. Sag mal Zentrale Bescheid. Ach, Quatsch. Die denken doch, wir spinnen. Okay. Es kann losgehen. Mann, da lass dich nicht abschütteln. Jetzt ruf mal an, Mann. Das ist ganz cool. Okay, Digga. Easy. Lass die Tür zu! Der hat eine Panzerfaust. Glaubst du, ich will mich hier in die Luft sprengen lassen, oder was? Ihr sollt aussteigen! Los, aussteigen! Steigt aus dem Auto aus! Raus! Hey, ganz ruhig. Nimm die Hände hoch! Du sollst die Hände hochnehmen! Du musst nicht umfahren, ja? Ha? Komm her! Komm her, du Arsch, steh auf! Steh auf, lass mich umfallen! Ah! Komm schon! Ah! Mann, du bringst ihn ja um! Lass mich los! Du sollst mich los! Mann, ich steh alles so rum! Lass mich los! Jetzt ist Schluss, du Idiot! Das ist nicht wahr, oder? Mann, das ist doch Wahnsinn! Kümmert ihr euch drum? Ja, perfekt. Moin.
Freund. Tom Bennecke, einer der Fahrer. Steht noch unter Schock. Ist er vernehmungsfähig? Nein, er ist nicht vernehmungsfähig. Alles klar. Moin. Hey, die kriegen Sie wieder hin, keine Sorge. Sag mich, wieso es heutzutage überhaupt noch jemanden Transporter überfällt? Die Fahrzeuge sind GPS-überwacht, die Scheine sind registriert und... Ja, nur wenn sie aus einer Bank kommen. Ja, aber nicht, wenn sie, wie in unserem Fall, gerade erst bei einem Computerstore abgeholt wurden. Warum haben die sich nicht einfach nur das Geld geschnappt und sind abgehauen? Vielleicht wollte jemand den Helden spielen. Nicht beim Mindestlohn von 8,50 Euro. Hier, der hatte Familie. Moin. Pavel Olkowski, er fuhr den Geldtransport. Es gab definitiv einen Kampf. In seinem Gesicht finden Sie Spuren starker, stumpfer Gewalt. Quetschungen an Lippen- und Wangenknochen und ein Monokelhämatom links. Das könnte ein Indiz für einen Schädelbasisbruch sein. Aber daran ist er nicht gestorben, oder? Nein, er wurde aus nächster Nähe erschossen. Um die Eintrittswunde finden Sie Schmauchspuren. Er war auf der Stelle tot, und zwar exakt vor 31 Minuten. Was? Es gibt eine Zeugin, die junge Radfahrerin. Sie hat den Mord an sich nicht gesehen, aber sie konnte aus ihrem Versteck beobachten, wie einer der Täter den Fahrer aus dem Auto gezerrt hat. Wie viele Täter hat sie gesehen? Zwei, beide maskiert. Einer trug einen auffälligen roten Kapuzenpullover. Wieso sind denn die überhaupt ausgestiegen? Die Dinger sind doch gepanzert, oder? Aber nicht dagegen. Wow. Das ist eine Panzerfaust 44, wie sie bei der Bundeswehr benutzt wurde. Wirksam gegen alle bekannten Panzerarten mit einer einfachen Handhabung, die sich auch ohne große Ausbildung abfeuern lässt. Das heißt, wir müssen die ganzen Kasernen abklappern. Diese hier stammt aus keiner Kaserne. Was? Wieso nicht? Das ist genau dasselbe Modell, mit dem ich damals in meiner Grundausbildung durch den Schlamm gerobbt bin. Dann haben sich deine Ausbilder aber einen schönen Spaß mit dir erlaubt. Hierbei handelt es sich nämlich um eine, wenn auch sehr gute Replika, die jeder für etwas über 100 Euro im Internet bestellen kann. Wie bitte? Das ist eine Deko? Hängt man sich sowas jetzt ins Wohnzimmer oder was? Die Zeugin hat beobachtet, wie einer der Täter sie benutzte, um auch den Fahrer einzuschlagen. Ja, aber als er sich gewehrt hat, wurde er abgeknallt. Also waren nicht alle Waffen Deko. Das heißt, wir suchen zwei Täter, die skrupellos genug sind, um jemanden aus nächster Nähe in die Brust zu schießen. Aber jetzt noch mal langsam. Warum ist denn das wirklich nötig? Ich meine, die Karre ist noch vollkommen okay. Wow. Meine Schuld. Der Typ, der wollte mich umfahren. Ja. Arschloch. Kollege Kiesel, bitte. Wir kommen gerade aus der Lagebesprechung. Wenn Sie hier ausrutschen, können Sie auch gleich liegen bleiben und einmal trocken drüber. Ringfahndung läuft, die Straßensperren stehen. Die Kollegen haben eine interessante Entdeckung gemacht. In der Palinger Heide haben Sie einen brennenden Wagen gefunden. Ja, Herr Bennecke, Ihre Vorgängerin ist daran fast verzweifelt. Wirklich verzweifelt auf Sie? Ich will hier einfach nur alles picobello sauber machen und nicht dafür verantwortlich sein, dass sich irgend so ein Superbulle hier die Haxen bricht. Auch nicht so ein Schnuckelchen wie Sie. Es gibt ein Gut, das ich noch höher schätze als meine eigene Gesundheit, das ist die Gerechtigkeit. Im Augenblick sind wir alle damit beschäftigt, den Überfall auf einen Geldtransporter aufzuklären. Oh Gott. Ist denn jemand... Ja, leider. Deshalb ermitteln wir ja auch. Wir sind die Mordkommission. Sind jetzt schon wieder. Danke, Schröter, fürs Update. Neben der 104 Richtung Selmsdorf steht ein brennendes Auto. Hat das was mit diesem Fall zu tun? Zumindest das, was vom Auto übrig blieb, passt zur Aussage unserer Zeugin.
so nicht ran. Mama. Ein Geldtransporter ist überfallen worden. Es gab einen Toten. Ja, das waren wir. Mir geht's gut, aber... Pavel ist tot. Sag mal, woher weißt du das überhaupt schon? Ich putz grad bei der Polizei. Was ist denn überhaupt passiert? Mein Gott, Pavel hat doch auch Familie. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es war ein einziges großes Chaos. Ich habe keine Ahnung. Bist du im Krankenhaus? Ich komme jetzt dahin. Nein, ist schon okay. Ich habe nur einen Kratzer, ja? Mama, ich muss jetzt Schluss machen, ja? Ich warte auf einen Anruf von Marc. Ausgerechnet Marc. Der wird dir jetzt eine Hilfe sein. Ich melde mich, ja? Wo bist du, Mann, ey? Na, endlich! Du Idiot! Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Klamotten verbrennen, mit dem Auto! Mann, das hab ich vergessen. Du versaust noch alles! Ich versau gar nichts. Das Ding wäre ich auch noch los. Stell dich mal rein. Wo ist überhaupt das Geld? An einem sicheren Ort. Was? Na, wo soll ich denn damit hin, so ohne Auto? Wo ist es? Ich hab's im Wald vergraben, in der Pallinger Heide. Oh, wie konnte ich nur so bescheuert sein, ausgerechnet dir die Kohle anzuvertrauen? Ich weiß nicht, was du willst. Wir müssen doch eh noch auf Tom warten. Pack mich nicht an, du. Sag mal, willst du ihn verarschen? Ja, der Typ ist dein Kumpel. Der wird uns auffliegen lassen. Bevor dir was merkt, sind wir hier weg. Und heute Nacht, da holen wir uns die Kohle. Aber solange musst du einfach mal die Füße stillhalten. Mach einfach so weiter wie immer. Bleib ruhig. Kapierst du das? Kapierst du das? Geh arbeiten. What? Mach, was ich dir sage. Und bau keine Scheiße. Nein, der Hubschrauber soll noch in der Luft bleiben. Ja, danke. Zobel? Nein, 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 nein. Ich bin die zuständige Staatsanwältin. Kommen wir direkt zum Wesentlichen, ja? Okay. Ja, sehr gut. Ja, Sie melden sich, wenn Sie die Untersuchungen abgeschlossen haben. Ja, danke. Das war die KTU. Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine russische Makarov Kaliber 9 mm. Ja, die ist aber leicht auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Und was haben Sie? Außer Dreck am Stecken? Das ist Ruß. Wir kommen von diesem ausgebrannten Tatfahrzeug. Ich glaube nicht, dass die Kollegen da was Verwertbares finden werden. Ja, das Auto wurde einem Touristen gestohlen. Wir überprüfen gerade, ob es Überwachungsbilder vom Hotelparkplatz gibt. Wie viel Geld wurde eigentlich gestohlen? Laut Aussage der Transportfirma etwas mehr als 1,2 Millionen Euro. Das ist eine Menge. Für ein Menschenleben? Woher kannten die Route des Transporters? Wir haben mit der Chefin gesprochen, Frau Triebig. Sie sagt, die Route wird jeden Tag geändert. Aber das ist doch nicht der erste Überfall, bei dem ein Insider Betriebsgeheimnisse ausplaudert. Oder sogar Komplize ist. Die Chefin legt für ihre Mitarbeiter die Hand ins Feuer. Sollte man der Chefin prinzipiell nicht tun? Ja. Unser Opfer Pavel Olkowski, seit 12 Jahren in der Firma, beliebt, zuverlässig. Verheiratet, Vater von 2 Kindern, polnischer Einwanderer. Vielleicht wurde er von der polnischen Mafia erpresst. Und dann als Zeuge ausgeschaltet.
Dann hätten sie noch nicht erst verprügeln müssen. Außerdem bezweifle ich, dass die Mafia Kapuzenpullis trägt. Ah, ich habe die Zeugin dazu noch mal genauer befragt. Also sie kann es nicht beschwören, aber sie sagt, auf dem Pullover war ein Aufdruck mit einem Dollarzeichen und drei Zahlen. Vermutlich ein Teil von Trails 187, der Marke eines amerikanischen Gangster-Rappers. Ja, mein Neffe wünscht sich so ein Teil zum 14. Kriegt man aber nur bei Konzerten oder in besonderen Shops. Ja, immerhin eine Spur. Immerhin eine Spur. Was willst du mir über den zweiten Fahrer? Tom Bennecke. 35. Genauso zuverlässig. Übernimmt gerne Überstunden. Seit 8 Monaten in der Firma. Darf ich? Laut den Unterlagen der Staatsanwaltschaft gab es im letzten Jahr gegen ihn 4 Anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Das würde ich auch gerade vorlesen. Bennecke lebt in Trennung von seiner Frau. Es gibt einen Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter. Er wollte das Kind nur außerhalb der Regelung sehen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sich volltrunken Zugang zur Wohnung der Ex-Frau zu verschaffen? Ja, das ist natürlich Mist, aber das macht ihn doch nicht zum Räuber oder gar zum Mörder. Es zeigt aber, dass es sich um einen labilen Charakter handelt, der seine Familie verloren hat und jetzt vielleicht von einem neuen Leben träumt. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal ins Krankenhaus und interviewen diesen Bennecke mal. Kann ich die Akte mitnehmen? Unbedingt. Und Sie, Frau Schwartenbeck, Sie sind ja die Gangster-Rap-Expertin. Sie gehen gemeinsam mit Herrn Schröder dieser 123-Jacke nach, ja? Der Name heißt 187. Jo. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ich mach die Bootswacht wieder auf. Das ist auch nicht so gefährlich wie Geldtransport erfahren. Und dann kannst du mich auch wieder nach der Schule jeden Tag auf der Love besuchen kommen, ne? Wäre das schön? Ja, fänd ich auch. Ach, meine Arme. Lina, ich muss noch kurz allein was mit Papa besprechen. Tom, bitte. Komm, ich spiel was. Leni, bitte. Du, so tragisch das alles ist, das ändert nichts an unserer Besuchsregelung. Jetzt kommen wir doch nicht wieder mit diesem bürokratischen Scheiß. Du verstehst es nicht, ja? Ich habe seit Wochen nichts mehr getrunken. Du kriegst deinen Unterhalt, so viel du willst. Ich habe wieder alles unter Kontrolle. Und trotzdem kann ich... Morgen. Herr Bennecke. Wie geht's Ihnen? Engelin und Kiesewetter von der Kripo Lübeck. Haben Sie kurz Zeit für uns? Wir wollten eh grad gehen. Leni, komm. Lena? Sobald ich hier raus bin, lassen wir endlich dein Boot segeln, ja? Versprochen. Kann ich dir irgendwie helfen? Suchst du irgendwas Bestimmtes? Ja, habt ihr auch Klamotten von Trails 187? Ja. Da haben wir sogar noch einen Hoodie, der rote. Habt ihr schon viele davon verkauft? Ganz ehrlich, nein. Die Dinger sind viel zu teuer für Lübeck. Riecht nach Benzin. Vielleicht muss das so riechen. Stimmt irgendwas nicht? Der Pulli ist getragen. Was? Nein, auf keinen Fall. Scheiße. Ihr habt natürlich recht. Kevin, Alter. Kevin? Ja, das ist meine Aushilfe. Der Spinner, da leiht sich manchmal Klamotten. Wo finden wir den? Hinten im Lager. Wieso? Was geht denn jetzt ab? Die bleiben hier. Die ganz normal arbeiten. Was für eine Scheißidee. Kevin? Kripo Lübeck, Sie sind festgenommen. Gut gemacht. Ghetto-Faust. Dann habe ich einen Schlag auf den Kopf gekriegt und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wach wurde, lag Pavel auf der Straße. Ist Ihnen an den Tätern irgendwas aufgefallen? Was meinen Sie? Na ja, sprachen die zum Beispiel Akzent? Nee, ganz normal. Also, was ich gehört habe, viele haben die ja nicht gesprochen. Und was hatten die an? Also Overalls. Beide. Da sind Sie sicher? Ja? Ja, weil eine Zeugin hat ausgesagt, dass einer der Täter einen sehr auffälligen Kapuzenpulli trug.
Was denn für eine Zeugin? Ja, vielleicht trug er auch einen Kapuzenpulli. Kann sein. Ja. Herr Benecke, Sie sind erst seit ein paar Monaten bei der Firma. Vorher waren Sie selbstständig. Was? Ja? Was hat das denn damit zu tun? Ja, Sie und Ihr Partner, Sie sind pleite gegangen. Sie haben Schulden. Und Sie machen einen Job, wo Sie jeden Tag Millionen herumkutschieren? Da stellt sich dann praktisch zwangsläufig die Frage, gerät man da nicht in Versuchung? Ja, klar, jede Minute. Aber deswegen bringe ich doch keinen Kollegen um. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich habe eine Gehirnerschütterung, mir platzt gleich der Schädel. Ja, ja, klar, wir sind gleich raus hier. Nur noch eine Kleinigkeit. Haben Sie was dagegen, wenn mein Kollege Ihre Hände auf Schmauchspuren untersucht? Nein, von mir aus. Okay. Geht schnell und tut doch gar nicht weh. Darf ich bitte? So, einmal hier an den Rand. Bitte sehr. Dankeschön. Nehmen Sie. Das war's schon. Gut, dann gute Besserung. Und wenn es Ihnen besser geht, reden wir auf unserem Präsidium weiter. Hm? Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja, die Zeugin hat ihn überrascht. Ihr hättet den Kapuzenpulli auf 50 Meter Entfernung erkannt. Okay, dass man eine Zeugenaussage mit Vorsicht genießen muss, wissen wir ja. Aber selbst wenn er unter Schock steht, der war nicht kooperativ. Nein, er verschweigt uns was. Vielleicht steckt er sogar mit drin. Ja, aber der Tathergang. Was ist damit? Das passt irgendwie nicht zum Insider-Job. Allein das Einschlagen auf den Fahrer, seine Erschießung, das war eine Hinrichtung. Ja, aber genau das könnte der Grund sein. Irgendwas ist schiefgegangen. Komplett nicht nach Plan gelaufen. Du meinst, der Fahrer hat erkannt, dass ein Kollege sie verraten hat? Ja, und Dom Benecke war gezwungen, Olkowski zu erschießen. Ja, das klingt von der Theorie her ganz schlüssig, aber das hätte auch einer der anderen Täter sein können. Das ist klar. Aber jetzt warten wir erst mal diesen Schmauchspurentest ab und dann wissen wir mehr. Wir stellen auf jeden Fall einen Kollegen vor seine Tür, nicht, dass er uns noch abhaut. Wartenbeck, das ist gut. Wir sind gerade auf dem Rückweg. Bis gleich. Was ist los? Sie haben den Kapuzenpulli gefunden und den Mann dazu verhaftet. Ach was. Starren Sie mir etwa auf den Hintern? Ich? Nein. Ich kontrolliere. Arbeitsschutz. Das, wegen der gebückten Haltung. Aha. Das ist der Erste. Von den Geldtransporträubern. Und den zweiten werden wir auch bald haben. Ja? Was hast du da angestellt, Tom? Wovon redest du? Gerade ist Kevin Warnke an mir vorbeigeführt worden. In Handschellen. Was haben die da bloß angestellt? Wieso ihr? Der hat wahrscheinlich wieder nur irgendein Mofa geklaut oder so ein Quatsch. Verdammt nochmal! Hör auf, deine eigene Mutter zu verarschen. Du weißt genau, dass es um den Überfall geht. Und dieses Riesenbaby kann sich allein noch nicht mal die Schuhe zubinden. Also wird sein großer Bruder Mark dahinter stecken. Und wenn der da drin hängt, dann... Mama, hör auf! Bitte! Ich habe damit nichts zu tun. Und Kevin auch nicht. Den hätte ich doch erkannt. Hörst du, Mama? Ich habe die beiden noch gesehen. Kevin war nicht dabei. Und warum wird er dann wie ein Schwerverbrecher behandelt? Was weiß ich. Wahrscheinlich nur eine Verwechslung. Vielleicht war der Idiot nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Sowas kommt vor. Die Polizei macht doch auch Fehler. Junge, wenn du da drin hängst, dann reiß ich dir persönlich den Kopf ab. Ist das klar? Ich habe damit nichts zu tun. Das verspreche ich dir.
es tut so weh. Oh ja, das sieht übel aus. Wir besorgen Ihnen eine Schmerztablette, oder? Ich hab schon eine, die hilft aber an Scheiß. Euer Wolf im Schafspelz hat mir die Nase gebrochen. Sie haben unser Mitgefühl. Ja. Aber jetzt erzählen Sie uns erstmal, warum Sie Kommissarin Schwartenberg überhaupt angegriffen haben. Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Ja, müssen Sie vielleicht auch gar nicht. Wir warten jetzt erstmal die Ergebnisse der Untersuchung ab und dann brauchen wir Ihre Aussage vielleicht gar nicht mehr. Was denn für Untersuchungen? An der Panzerfaust, mit der Sie auf Pavel Olkowski eingeschlagen haben. Wieso ich? Haben wir Faserspuren gefunden und die werden jetzt mit den Fasern an Ihrem Kapuzenpulli verglichen. Der gehört mir überhaupt nicht. Aber Sie haben diesen Pulli vielleicht angehabt. Um das nachzuweisen, brauchen wir nur ein ganz klein wenig von Ihrem Schweiß. Und geschwitzt haben Sie ja wohl genug bei dem Überfall auf den Transporter, oder? Erinnern Sie sich an den Fahrer? Das hier sind seine Töchter. Warum haben Sie ihn erschossen? Sie hatten ihn längst am Boden. Ich habe überhaupt niemanden erschossen. Wen dann? Tom Bennecke? Nennen Sie uns endlich die Namen Ihrer Komplizen. Ich muss zum Arzt. Sagen Sie uns die Namen und Sie kommen zu einem Arzt. Ohne Geständnis, da wandern Sie mindestens 15 Jahre in den Knast. Meine Nase ist Matsch. Ich will zu einem Arzt oder ich flipp aus! Und was wollen Sie dann tun? Uns zusammenschlagen? Wie Pavel Olkowski? Hinsetzen. Sofort. Das ist Folter. Ich will zu einem Arzt. Sofort! So, wir brechen ab. Auf keinen Fall. Wir reden draußen weiter. Verdammt nochmal, wir waren so kurz davor. Sollen wir uns die ganzen Ermittlungen später wegen unterlassener Hilfeleistung zerschießen lassen? Ach, verstößt denn ein verspäteter Besuch beim HNO hat schon gegen die Genfer Konventionen, oder was? Wir lassen ihn behandeln und danach haben wir auch die Ergebnisse der KPU. Und dann können wir ihn ganz bestimmt knacken, ganz ruhig. Na gut, dann halten wir alles in die Wege. Dr. Hennig ist für uns zuständig. Nichts mehr mit dir zu tun haben. Gib mir meinen Anteil und dann hau ich ab. Wie, was auf einmal? Was mit unserer Werft? Es gibt kein Uns mehr. Keine scharfen Waffen, habe ich gesagt. Ne? Wie oft? Pavel hat zwei Kinder. Und du musst ja den dicken Macker markieren. Und ich? Ich hab den Arsch gerettet. Warum gehst du noch auf Kevin los, ha? Sollte ich etwa zugucken, wie dein bekloppter Bruder Pavel totschlägt, ja? Was soll's? Jetzt sitzt er im Knast. Was redest du da? Die Polizei hat Kevin verhaftet. Wie was? Der war doch eben noch gerade hier. Das kann gar nicht sein. So ein Quatsch. Wer sagt denn sowas? Meine Mutter hat ihn gesehen. Wo denn? Auf dem Kommissariat. Sie putzt da. So viel zu deinem todsicheren Plan. Ich wollte einfach nur mein altes Leben zurück, verdammt. Wer denkst du? Ich hab die Scheiße so gewollt! Das ist alles so ein Fuck! Fuck! Gib mir meinen Anteil und dann verschwinde ich mit meiner Tochter. Kevin ist der Einzige, der weiß, wo die Kohle ist. Willst du mich verarschen? Die Bullen waren hinter ihm her, er musste improvisieren. Dann holen wir ihn da raus. Ja, jetzt drehst du aber durch. Wir holen ihn da raus, klar? Wieder entlassen? Ja, Sie wollen mich wohl ausräuchen, was? Ja, von wegen entlassen. Der kriegt jetzt eine richtig grausame Strafe. Der muss zum HNO, aber zu einem richtigen Schlechter. Dr. Hennig, der hat mir seinerzeit die Mandeln. Oh, der Horror, sage ich Ihnen. Moment,
Das ist mein Sohn. Da muss ich ran. Ernst, ich weiß, dass das nicht Ihre Aufgabe ist, aber können Sie mir trotzdem einen Kaffee machen? Ja, danke. Ich bin im Büro zur Lagebesprechung. Wie immer, 2 Stück Zucker, Milch? Das Ergebnis vom Schmauchspurentest. Tom Bennecker hat seinen Kollegen nicht erschossen. Ja, das entlastet ihn vielleicht als Mörder, aber noch lange nicht als Mittäter. Es gibt nämlich eine Verbindung zwischen Kevin Warnke und Tom Bennecker. Was denn für eine Verbindung? Tom Bennecker hatte bis vor einem Jahr eine kleine Bootswerft. Ja, aber das wissen wir doch längst. Ja, aber nicht, wer sein Kompagnon war. Mark Warnke, der große Bruder von Kevin. Das ist unser dritter Täter. So sieht's aus. Dann lasse ich ihn zur Fahndung ausschreiben. Und Schröter, holen Sie Tom Bennecker aus dem Krankenhaus. Ich möchte ihn hier haben, und zwar sofort. Diese Zahlen hatte sich Kevin Warnke auf den Unterarm geschrieben. Ist mir aufgefallen, als ich ihn erkennungsdienstlich aufgenommen habe. Was ist das, Telefonnummer? Nein, auch keine Schließfachnummer. Haben wir eigentlich die Ergebnisse der KTU? Haben wir. Unser Gangster-Rapper Kevin Warnke ist definitiv einer unserer Täter. Die Flusen von seinem Kapuzenpulli stimmen überein mit denen auf der Panzerfaust. Aber hat er noch getragen? Die Überprüfung der DNA läuft, das ist eine Formsache. Endlich. Schröter, bitte schicken Sie mir Tom Bennecker zur Vernehmung. Wie nicht da? Bennecker ist nicht in seinem Zimmer. Was? Willst du mich jetzt auch abknallen? Mann, lass uns abhauen! Ah, Scheiße! Danke, Kollege. Also, Bennecker ist weder in seiner Wohnung noch in der ehemaligen Bootswerft. Kevin Warnke wurde gerade von 2 maskierten Männern mit Waffengewalt befreit. Die haben ihn in der Tiefgarage des Ärztehauses abgepasst. Scheiße, ist jemand verletzt? Ja, die Polizisten sind getesert und werden gerade behandelt. Es wurde auch geschossen, allerdings nicht auf die Kollegen. Ernst? Ihr Kaffee. Danke. Das waren Warnke und Bennecke, da bin ich sicher. Ja, aber woher wussten die, dass Warnke beim HNO ist? Was soll ich übersetzen? Ist alles okay? Es gibt nur eine Erklärung dafür. Wer mein Maulwurf in der Abteilung? Ich... Das ist so eine Vermutung. Was passiert denn jetzt mit Tom? Erst einmal müssen wir ihn finden. Ich kann das immer noch nicht glauben. Tom macht sowas nicht. Wir sind uns sicher. Ich war 17, hab deswegen die Schule abgebrochen. Bennecker, bitte. Von seinem Vater habe ich außer Lernversprechungen nie was gekriegt. Ich hab's allein geschafft, ganz allein. Tom hat schon mit 10 zu Hause alles repariert, das hat er sich alles selbst beigebracht. Er ist aber keine 10 mehr. Und wir suchen ihn auch nicht, weil er die Schule schwänzt. Mark hat ihn da reingezogen. Der hat noch nie was getaucht. Der hat Tom nur ausgenutzt. Der hat das Geld verjubelt, was Tom auf der Werft verdient hat. Sagen Sie uns, wo Ihr Sohn ist, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Ich weiß es doch nicht. Und das sollen wir Ihnen glauben. Sie haben mit ihm telefoniert. Sie haben ihm die Informationen versorgt. So ein Quatsch. Sie behindern Ermittlungen. Helfen Sie uns. Kann ich Sie sprechen? Es ist wichtig. Frau Schwartenbeck kommt ja mit den Zahlen von Kevin Warnke nicht weiter. Das hätte Frau Schwartenbeck auch in dem Bericht erwähnen können. Ja, aber ich schon. Sie wissen, dass ich Geocacher bin? Also mittels geografischer Koordinaten sammle ich kleine Kassierer. Ja, ich weiß es. Sie machen Schnitzeljagd für Erwachsene. Und jetzt lass ihn doch mal ausreden. Danke. Als Geocacher habe ich natürlich sofort gesehen, dass es sich hier bei diesen Daten um GPS-Daten handelt. Breitengrade, Längengrade. 53 Grad, 52 Minuten. Ja, sagen Sie uns einfach, wo das ist.
In der Parlinger Heide, keine 100 Meter von 104 entfernt. Ein Steinwurf von der Stelle, wo wir den brennenden Wagen gefunden haben. Da hat Warntke das Geld versteckt. Und seinen Komplizen nichts gesagt. Deswegen sind die so ein hohes Risiko eingegangen bei seiner Befreiung. Also jetzt werden sie sich die Beute holen. Wenn er die findet. Kevin Warntke, bist doch keine Blitzbirne. Ich dreh durch. Willst du jetzt den ganzen scheiß Wald durchgraben, oder was? Warum machst du mich jetzt eigentlich an? Ich hab's doch gleich. Fuck, ist das eine 2 oder eine 7, ey? Die Olle hat mir alles verwischt. Ja, vergiss es. Könnte genauso gut eine 9 sein. Konzentrier dich mal. Du warst hier. Du weißt, wo das Geld ist. Wir müssen da lang. Er ist gerade im Krankenhaus verstorben. Tut mir leid. Nein. Ich denke, wir sollten jetzt. Was ist es mit meinem Bruder? Mark Warnke hat gestanden. Als sein Bruder auf den Fahrer einschlug, wollte Tom Benneke ihn aufhalten. Dann hat der Fahrer erkannt, dass Benneke mit drin steckt, und dann hat Warnke den Fahrer erschossen. Ja, und dann wollte er Tom Benneke linken. Die Patronenhülsen aus der Tiefgarage stammen aus seiner Waffe. Er wollte seinen ehemals besten Freund aus dem Weg räumen. Hat er gesagt, wo wir Benneke finden können?
Wennecke wollte einfach nur sein altes Leben zurück. Mit dem Geld wollte er die Werft wieder zum Laufen bringen, sich mit seiner Frau versöhnen. Jetzt ist das Geld futsch, sein bester Freund hat ihn verraten und die Polizei jagt ihn. Der ist am Ende. Meinst du, tut sich was an? Keine Ahnung. Komm. Sie müssen mir helfen. Ich muss jetzt sofort mit Ihren Kollegen reden. Entschuldigen Sie mal bitte, wir sind ja die Mordkommission. Ja, hier kann doch jetzt nicht jeder schon allein, dass ich mit Ihnen rede. Das geht eigentlich gar nicht. Wennecke? Meine Tochter ist weg. Er hat sie von der Schule abgeholt. Wer? Der Tom, das war nicht abgesprochen und er geht nicht ans Handy. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden soll. Ja, da sind Sie hier doch genau richtig. Im Krankenhaus, da hat er doch erzählt, dass er mit seiner Tochter ein Bötchen zu Wasser lassen wollte. Erinnerst du dich? Seine alte Werft. Ernst, kümmere dich um Frau Wennecke. Wir holen Ihre Tochter zurück. Warte mal. Was? Wir dürfen den nicht so sehr in die Enge treiben. Der ist verzweifelt. Die kommt nach, das haben wir so verabredet. Ja, jetzt komm. Ich hab doch Schule. Wir werden immer zusammen sein, das wird schön. Komm. Jetzt komm. Nein, ich will jetzt nach Hause. Hey. Lass mich los. Haut ab. Lasst uns in Ruhe. Tom, Sie machen Ihrer Tochter doch nur Angst. Herr Wennecke, lassen Sie Lena los, bitte. Wir werden zusammen hier verschwinden. Haut ab. Hey, das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Oma! Nimm die Hände hoch. Die Hände hoch. Na los, los! Hoch die Hände! Mich an. Wennecke ins Haftkrankenhaus überstellt. Wie geht's der Kleinen? Ja, die ist inzwischen wieder bei ihrer Mutter. Wer weiß, was da hängen bleibt. Ernst, wollte Ihnen etwas sagen. Ja, also normalerweise höre und sehe ich hier ja nichts. Also gar nichts. Was ich sagen will, ist, dass ich demzufolge ja auch nichts weiter sagen kann. Also normalerweise. Aber diesmal hast du dich vor dieser attraktiven Putzhilfe aufgespielt. Den dicken Maxen markiert. Ja. Nein. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es ihm schon angekündigt. Sein Verhalten zieht natürlich ein Disziplinarverfahren nach sich. Ist das denn nötig? Es sei denn. Ernst. Ich lade euch alle zum Essen ein. Wie bitte? Ich lade euch alle zum Essen ein. Ich habe auch schon einen Tisch bestellt. Na also. Los. Hier bist du. Alles okay soweit? Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Musst du nicht.
hättest du dasselbe getan. Ist nur so, der war so jung und ich hab gedacht, ich könnte in Rente gehen ohne jemanden. Das hier ist eine Nummer vom Polizeipsychologen, soll ich dir von der Zobel geben. Kannst dich auch mit einem Freund unterhalten.